Ah. Puh, das war gut. Ja, wir Rapper sind immer noch Menschen und wir müssen auch kacken. Die größte Peinlichkeit. Platz 10, Farid Bang. Platz 9, Block Monsters, Attacke gegen Steiger. Platz 8, Kollega traut sich nicht gegen Lars anzutreten. Platz 7, die Schröders, Fahrt zur Hölle, Fahrt dis. Platz 6, Kollega. Platz 5, Alpagan featuring Menowin, Faust hoch. Platz 4, Berlins Most Wanted. Platz 3, Bushido, geklaute Songs. Ach so, diese von dieser französischen Band, ne? Ist das nicht eigentlich nur gesampelt? Eigentlich schon, ne? Wer von Sampling nichts versteht, der sollte nicht in der Bild-Zeitung schreiben, dass er Songs klaut. Alles, was 2010 von Echo Fresh kam, boah, das ist vernichtend, Alter. Aber finde ich nicht. Ich finde, Echo hat gute Sachen rausgebracht. Platz 1, Moneyboy. Ich finde, Moneyboy lebt in seiner Truman-Show. Er ist Truman und alle feiern ihn. Und ich finde, dass er seine Disco-Auftritte hat und er glücklich ist. Und ich bin auch sehr dankbar für ihn, weil ich baue ihn in letzter Zeit auch in meine Live-Shows ein bisschen ein. Ich bin letztens in der Schweiz auf die Bühne gekommen und sagte so, sehr guten Abend, Damen und Herren. Mein Name ist Blumio, ich bin sehr froh, hier zu sein in der Schweiz. Ich spüre eure Liebe und ich war ja vor einem Jahr schon hier und ich habe mir wirklich lange überlegt, was ich zu euch sagen soll und das kommt wirklich vom Herzen. Ich steige aus dem Bett, dreh den Swag auf. Deswegen finde ich Moneyboy ganz und gar nicht peinlich. Ich finde ihn sehr unterhaltend und besser als den 20.000. Was weiß ich von diesem Song von irgendwas, weißt du. Er bringt auf jeden Fall ein bisschen Abwechslung und Schwung und Pep in die deutsche Hip-Hop-Szene. Ja, ich finde den eigentlich cool.